einem flächigen und schnellen Ausbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur steht aus meiner Sicht regulatorisch und technisch im Moment überhaupt nichts mehr im Wege. Wir haben die notwendigen normativen Voraussetzungen für interoperable Ladeinfrastruktur geschaffen. Seit dem Erlassen der europäischen Richtlinie für Alternative Fuels und der daraus abgeleiteten deutschen Ladesäulenverordnung gilt in ganz Europa, dass alle neuen Ladesäulen das Combined Charging System unterstützen müssen, also ein einheitliches Steckersystem, um wirklich kompatibel laden zu können. Wir haben die notwendigen Kommunikationsstandards, um diese Ladesäulen mit den Energienetzen kommunikativ auch zu verbinden. Also der flächige Ausbau kann aus meiner Sicht heute auch unter Investitionssicherheitsgesichtspunkten stattfinden. Ein Handlungsbedarf bei der Ladeinfrastruktur besteht sicherlich noch im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Und da geht es natürlich ganz besonders um die Abrechnungssysteme und um die Abrechnungsmöglichkeiten. Wir brauchen europaweites Roaming. Wir brauchen die Möglichkeit, in ganz Europa, ja, wie wir es heute vom Handy gewohnt sind, im gleichen System zu laden und eine entsprechende Abrechnung durchzuführen. Dafür braucht es noch weitere Standardisierung. Wir brauchen eine einheitliche Identifikationssystematik für Ladesäulen. Wir brauchen Kommunikationsstandards, unterstützende Standards für Clearingstellen. An diesen Punkten wird momentan sehr intensiv gearbeitet.